Akkustaubsaugertest. Die besten Akkustaubsauger im Vergleich. So wählen Sie das richtige Produkt. Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität und mehr. Staubsaugen gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Vor allem, wenn sie über Kabel stolpern oder während des Saugens mehrfach Steckdosen wechseln müssen und sich am Ende noch zum Aufwickeln bücken dürfen. Doch bedenken Sie, Schwachpunkte sind hier Akkulaufzeit und sehr kleine Staubbehälter. Wenn Sie in unter einer halben Stunde mit dem Saugen fertig sind und es Sie nicht stört, etwas öfter den Behälter zu leeren, finden Sie die besten und komfortabelsten Akkustaubsauger. Ob als Tischsauger oder Handstaubsauger, die kleinen akkubetriebenen Geräte sind gut geeignet, um kleinere Verschmutzungen sofort zu beseitigen, wenn sie entstehen. Einen richtigen Bodenstaubsauger ersetzen sie aber nicht. Das Wichtigste beim Akkustaubsauger ist, wie sollte es anders sein, der geladene Akku. Dafür verfügen die Geräte über ein Netzteil oder eine Ladestation zum Aufladen. Die Kapazität der Energiezellen hat sich in letzter Zeit verbessert, ist allerdings begrenzt. Mehr als 70 bis 90 Minuten lässt sich selbst mit dem besten Akkustaubsauger in der Regel am Stück nicht saugen. Auch außer Haus haben sich Akkustiel- und Handstaubsauger bewährt. Krümeln in den Ritzen zwischen den Polstern im Auto können Sie damit ein Ende setzen. Auch fürs Wohnmobil sind Sie die richtige Wahl. Sie haben kleine Kinder und ärgern sich täglich über die zurückbleibenden Krümel am Frühstückstisch? Sie haben Haustiere, die ihr Fell wechseln? Oder wollen Sie einfach nur Ihr Auto von Krümeln und Bröseln befreien? Dann ist ein Akkustaubsauger-Testsieger genau das, was Sie brauchen. Die kleinen Geräte eignen sich super für die schnelle Reinigung zwischendurch und ersparen den Griff zum großen, netzbetriebenen Bodenstaubsauger. Es gibt sie auch in Ausführungen für die Bodenreinigung, dann werden sie mit einer Art Adapter zum Handstaubsauger. Im Akkustaubsaugervergleich finden Sie die beliebtesten Geräte, die es derzeit auf dem Markt gibt. Lesen Sie im Ratgeber, was Sie beachten müssen, wenn Sie einen Akkustaubsauger günstig kaufen wollen. Was ist ein Akkustaubsauger? Unter dem Begriff Akkustaubsauger verbergen sich einige spezielle Produkttypen. So gibt es zunächst einmal den Akkustabstaubsauger, der auch als Akkustielstaubsauger bekannt ist, oder in gekürzter Form Akkustabsauger und Akkustielsauger. Allerdings wird unter dem Akkustaubsauger auch der Akkuhandstaubsauger bzw. Akkuhandsauger verstanden. Und nicht zuletzt gibt es mittlerweile auch Mischformen, Akkustielstaubsauger, aus denen mit wenigen Handgriffen Akkuhandstaubsauger werden, sogenannte 2-in-1-Staubsauger. Eines haben alle Modelle im Akkustaubsaugervergleich allerdings gemeinsam: sie sind nicht unmittelbar auf einen Netzanschluss angewiesen. Lediglich der Akku muss aufgeladen werden. Daher eignen sie sich zum Beispiel auch optimal als Autostaubsauger. Gedacht sind kabellose Staubsauger für die Reinigung zwischendurch. Krümel auf dem Frühstückstisch, Katzenstreu, Fellüberbleibsel auf der Couch, das sind die Einsatzbereiche des Akkusaugers. Die normale Bodenreinigung mit einem Bodenstaubsauger wird damit aber nicht ersetzt. Dafür reicht die Leistung der Motoren nicht aus. Außerdem ist die Akkukapazität begrenzt, sodass sie immer nur kurz damit dem Schmutz zu Leibe rücken können. Akkusauger haben einen Staubbehälter, sodass sie keine speziellen Beutel kaufen müssen. Meist ist ein waschbarer Filter, ein sogenannter Dauerfilter, enthalten. Dieser muss regelmäßig unter fließendem Wasser gereinigt werden. Welche Akkustaubsaugertypen gibt es? Tischsauger. Tischsauger sind kompakte, kleine Handgeräte. Sie haben eine Länge von etwa 30 bis 40 cm und fassen zwischen 0,2 und 0,5 Liter Schmutz. Dieser Typ der Akkustaubsauger eignet sich, wie unschwer am Namen zu erkennen ist, vor allem für die Reinigung von Tischen, etwa wenn Krümel von Brot und Brötchen neben die Teller gefallen sind. Sie sind klein genug, um Haare vom Sofa aufzusaugen und reichen mit ihrer schmalen Saugöffnung auch tief zwischen Polster. Mit den entsprechenden Aufsätzen, etwa einer Fugendüse oder Polsterbürste, können Akkustaubsauger der Kategorie Tischsauger sehr gut auf den jeweiligen Verwendungszweck angepasst werden. Manche Geräte können sogar mit einem Saugschlauch ausgestattet werden und sind dadurch noch flexibler. Man sollte allerdings auch bedenken, dass dieser sich eventuell nachteilig auf die Saugleistung auswirkt.
Staubhandstaubsauger. Handstaubsauger sind, wenn auch nicht ausschließlich, eine Unterart der Akkustaubsauger. Hier ist die Begriffslage etwas uneindeutig. Im Prinzip kann man alle Bodenstaubsauger, die nicht mit einem Saugschlauch versehen sind, als Handstaubsauger bezeichnen. Sie haben eine Saugdüse bzw. einen Fuß, der gewissermaßen direkt in den Staubbeutel übergeht. Am oberen Ende dieser Säule befindet sich der Griff. Diese Art von Staubsauger wird daher nicht hinterhergezogen, sondern man schiebt sie vor sich her. Staubsauger dieser Konstruktionsform gibt es auch mit einem Netzanschluss. Häufig handelt es sich aber stattdessen um akkubetriebene Geräte. Bei diesen Modellen ist es meist so, dass sie aus dem Handstaubsaugergehäuse und einem einfachen Tischsauger bestehen, der auch separat verwendet werden kann. Tischsauger können auch unter der Bezeichnung Handsauger oder Handstaubsauger geführt werden. Welches ist der beste Akkustaubsauger? Um den Akkustaubsauger-Vergleichssieger zu küren, haben wir eine Reihe von Kriterien zusammengestellt, die Ihnen die Auswahl des passenden Produkts aus dem Handstaubsauger-Vergleich erleichtern sollen. Größe des Auffangbehälters. Je größer der Staubbehälter des kabellosen Staubsaugers ist, desto mehr Schmutzpartikel kann er aufnehmen, ehe er geleert werden muss. Praktisch ist es zudem, wenn sich der Behälter leicht und schnell reinigen lässt. Manche Modelle aus dem Akkustaubsaugervergleich verfügen über eine Taste, mit der die Staubbox einfach aufklappt, sodass der Inhalt direkt in den Mülleimer fallen kann. Bei anderen muss der Staubbehälter mit einer Drehbewegung vom Motor des Akkustaubsaugers getrennt werden. Darüber hinaus sollten Sie bei Ihrem Handstaubsaugervergleich darauf achten, dass der Behälter innen nicht zu verwinkelt ist. Sonst kann Schmutz leicht hängen bleiben. Besonders bei Akkustaubsaugern, die auch Flüssigkeiten aufnehmen können, ist es ein großes Ärgernis, wenn sich der Behälter nicht ohne weiteres reinigen lässt. Gewicht. Der beste Akkustaubsauger soll möglichst leicht sein. Die Geräte im Akkustaubsaugervergleich wiegen zwischen 0,8 und 1,5 Kilogramm. Das ist sehr leicht, und so sind die Sauger einfach zu transportieren und schnell bei der Hand. Auch kann man damit an schwer zugänglichen Stellen, etwa an der Oberkante einer Tür, gut saugen, ohne dass der Staubsauger Ihnen zu schwer wird. Akkuladezeit und Akkukapazität. Das wohl wichtigste Kaufkriterium bei Akkusaugern ist die Energiequelle selbst, der Akku. Dieser sollte langlebig sein, das heißt möglichst viele Ladezyklen überstehen, ehe er gewechselt werden muss, möglichst keinen Memory-Effekt haben, also nicht durch häufiges unvollständiges Laden und Entladen seine Kapazität verringern. Eine möglichst lange Betriebszeit haben, sodass der Akkustaubsauger längere Zeit am Stück genutzt werden kann. Sich so schnell wie möglich aufladen lassen. Nicht alle Akkus erfüllen diese Kriterien. Besonders mit langen Ladezeiten müssen Sie rechnen. Einige Geräte brauchen für eine vollständige Ladung mehr als 16 Stunden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, NIMH, zum Einsatz kommen. Besser sind Modelle mit Lithium-Ionen-Akkus, Li-Ionen. Wichtige Hersteller und Marken von Akkustaubsaugern: AEG, Ayeti, BEM, Black & Decker, Bowman, Bosch, Klatronic, Cleanmax, Cleanmatte, Dirt Devil, De'Longhi, Domo, Dyson, Eciclern, Etzigrin, Ecofgax, Electrolux, Emerio, Fakir, Hitachi, Hoover, Hyundai, iRobot, Klarstein, Kärcher, LG, Makita, Miele, Monual, Morphy, Richards, Mullenix, Nitto, Robotics, Nikki, Nilfisk, Philips, Beefco, Provac, Elowenta, Salkio, Samsung, Sencor, Sichler, Siemens, Severin, Taurus, Dreistar, Ufisa, Wax, Vileda, Vorwerk. Waren Akkustaubsauger bereits im Test bei bekannten Testmagazinen? Die Stiftung Warentest hat in der Vergangenheit bereits viele Staubsauger getestet. Hier traten Akkustaubsauger gegen klassische Bodenstaubsauger an, wobei festgestellt wurde, dass vor allem aktuell Akkumodelle der letzten 2 bis 3 Jahren den gängigen Bodenstaubsaugern kaum noch nachstehen. Zum Akkustaubsauger-Testsieger wurde dort der Bosch BSS 81 V1 gekürt. Vergleichsweise gut abgeschnitten haben jedoch auch bekannte Marken wie Dyson, Miele und Grundig. Gibt der Akkustaubsauger-Vergleich einen Überblick über das gesamte Spektrum an Herstellern im Bereich Akkustaubsauger? Unser Akkustaubsauger-Vergleich stellt 20 Akkustaubsauger von 13 verschiedenen Herstellern vor.
Die sind unter anderem Produkte von folgenden Herstellern: Philips, Dyson, AEG, Miele, Grundig, Bosch, Orfeld, Hoover, Tineco, Larisa, Xiaomi, Makita, Lifehite. Welche Akkustaubsauger aus dem Vergleich warten mit dem günstigsten Preis auf? Der günstigste Akkustaubsauger in unserem Vergleich kostet nur 33,99 € und ist ideal für preisbewusste Kunden. Wer bereit ist, für bessere Qualität ein wenig mehr auszugeben, ist mit unserem Preis-Leistungssieger AEG Ego Rapido CX7245AN gut beraten. Gibt es in Akkustaubsauger-Vergleich einen Akkustaubsauger, welcher besonders häufig von Kunden bewertet wurde? Ein Akkustaubsauger aus dem Vergleich sticht durch besonders viele Kundenrezensionen hervor. Der AEG Ergo Rapido CX7245AN wurde 15.985 Mal bewertet. Welcher Akkustaubsauger aus dem Vergleich wurde von anderen Kunden mit der besten Bewertung ausgezeichnet? Die beste Bewertung erhielt der Philips SpeedPro Max Aqua Plus XC834701. Welcher Käufer mit hervorragenden Produkteigenschaften überzeugt hat, das spiegelt sich in einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen für den Akkustaubsauger wider. Welchen Akkustaubsauger aus dem Vergleich haben wir mit der Bestnote sehr gut ausgezeichnet? Da sich gleich mehrere Akkustaubsauger aus dem Vergleich positiv hervorgetan haben, haben wir die Bestnote sehr gut insgesamt 13 Mal vergeben. Folgende Modelle wurden damit ausgezeichnet: Philips SpeedPro Max Aqua Plus XC834701, Dyson V8 Absolute, AEG Ego Rapido CX7245AN, Miele Triflex HX1, Grundig VCH 9832, AEG QX71 Sultan, Bosch BCH 6L2560, Philips SpeedPro Max XC704201, Orfeld V20, AEG QX91 Anim, Hoover H Free 100 Home, Tineco A11 Master 22 kPa und Grundig VCP 3930. Welcher Akkustaubsauger wurde ausgewählt und bewertet? Wir haben insgesamt 20 Akkustaubsauger für den Vergleich ausgewählt. Wir präsentieren Ihnen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Herstellern und Modellen, zum Beispiel Philips SpeedPro Max Aqua Plus XC834701, Dyson V8 Absolute, AEG Ego Rapido CX7245AN, Miele Triflex HX1, Grundig VCH 9832, AEG QX71 Sultan, Bosch BCH 6L2560, Philips SpeedPro Max XC704201, Orfeld V20, AEG QX91 Anim, Hoover H Free 100 Home, Tineco A11 Master 22 kPa, Grundig VCP 3930, Larisa Elite 2, Xiaomi Mi G10DE, Bosch BBS 811 BCK, Dyson V7 Animal, Makita DCL182Z, Lifehite Rotaro Powerwack und Grundig VCH 9631. Wenn Sie möchten den Preis sehen und mehr erfahren über die besten Akkustaubsauger, unten im Videobeschreibung finden Sie alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Like und ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video.